ich begrüße euch recht herzlich zurück zur Pokémon Silberne Edition. Wir sind das letzte Mal in die Strudelinseln eingetaucht und haben uns dort Lugia gefangen. Das ging relativ schnell. Nach einem Fehlversuch und einmal das Spiel neu starten, haben wir dann relativ schnell Lugia fangen können. Wir wollen jetzt erstmal zurück zum Pokémon Center und unsere Pokémon heilen und anschließend zurück zu den Strudelinseln, um letzten Endes, ja, diese dann noch ein bisschen zu erkunden, noch ein paar Items einzusacken. Ja, wie gesagt, vorher erstmal in das Pokémon Center. Alter, geh rein. Denn unsere Pokémon haben doch ganz schön was abbekommen im Kampf gegen Lugia. Und entsprechend müssen wir sie natürlich jetzt heilen. Und dann geht's, denke ich, genau mit der gleichen Gruppe zurück auf die Strudelinseln. Und dann schauen wir mal. Wir waren jetzt, glaube ich, oben links reingegangen, wenn ich mich nicht irre. Entsprechend schauen wir vielleicht mal unten rein. Was haltet ihr davon? So, wo geht's hier rein? Wo geht es hier rein? Tja, scheinbar waren wir doch nicht oben links, sondern unten links. Erstmal kommt hier ein wildes Pokémon. Schauen wir mal, was uns hier entgegenstellt. Natürlich mal wieder ein Tentara, ein wildes. Level 20 sollte kein Problem sein für unser Blitzer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das richtige Pokémon vorn habe. Oder ob ich die mir so zurechtgelegt hatte, wie sie mir am besten gepasst haben für Lugia. Schauen wir gleich mal. Nö, dürfte passen, okay. Tauschen wir zumindest aber mal nach Krabi mit Onix, dass ich hier etwas besser durchsehe. Und dann kommt noch ein wildes Pokémon. Noch ein Tentara. Level 20. Warum auch nicht? So. Auch das Tier gekillt. Und dann geht's weiter. Ah ja, ich kann mich erinnern. Dort waren wir drin. Also brauchen wir dort nicht nochmal reingehen. Jetzt kommt ein Tentoxer, das lohnt sich zumindest mal zu plätten. Wunderbar. Gibt entsprechend deutlich mehr Erfahrungspunkte auch. Dann suchen wir mal den Eingang. Alter, was ist denn jetzt los hier? So. Also Tentars lassen wir jetzt hier links liegen. Da finden wir, denke ich, in den Strudelinseln noch genügend wilde Pokémon. Boah, ist das nervig hier gerade. Ah, aber ein Tentoxer, das machen wir natürlich platt. Wunderbar. Und dann geht's jetzt hoffentlich langsam, aber sicher auch mal hier irgendwo rein. Wo haben wir denn hier den Eingang? Kommen einige Tentoxas heute. Bin so ein bisschen verwundert. Aber okay, bringt natürlich Erfahrungspunkte. Nehme ich gern mit. Also, da will ich mich dann nicht großartig jetzt darüber beklagen. So, kommt jetzt mal der Eingang hier. Ah ja, da ist er doch. Ja, ein wildes Tentar, Level 24. Nö, verzichte ich drauf. Da spare ich mir die Donnerblitzattacke. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Bälle wir noch übrig haben. Werden schon noch ein paar sein, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir auf wilde Pokémon treffen in den Strudelinseln, die wir noch nicht gefangen haben. So, also, wie gesagt, kommen halt einige Tentoxas.
Da erreicht unser Blitzer doch bald Level 35. Warum nicht? Wunderbar. Gehen wir an Land. Boah, müssen jetzt noch mal ganz kurz her. Das ist absoluter Schmarrn auch. Dass hier wegen einem Feld noch mal surfen muss. Und dann sind wir auch schon wieder drin in der Finsternis. Aber dafür haben wir ja unser Knuffenser mit der Blitzattacke. Und Knuffenser sorgt für etwas Licht. Hier haben wir eine Leiter. Schauen wir erstmal nach... Oh, okay, hier gibt es ein Item. Das nehmen wir natürlich gleich erstmal mit. Schauen wir mal, wo der Weg hier hinführt. Weil ich halt auch gern mal noch die andere Richtung erkunden würde. Wir schauen erstmal, ob es in der anderen Richtung auch einen Weg gibt oder ob das eher eine Sackgasse ist. Dann können wir das nämlich gleich machen. Und gucken uns dann hier weiter um. Vorher aber hole ich mir natürlich das Item. Und Blitzer erreicht vorher auch noch Level 35. Wunderbar. Also Pokémon wechseln. Tausch gegen Scaraborn. Scaraborn und Simon, die sind als nächstes dran. Und wir finden eine Top-Genesung. Wunderbar, hat sich da jetzt schon gelohnt eigentlich. Steigen wir mal aufs Fahrrad, sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ein Krabi, ein wildes, okay. Machen wir mit der Hornattacke, die wird vielleicht reichen. Jawohl, sehr gut. Reicht. So, auch hier ein Item, aber auch hier keine Sackgasse. Okay, gehen wir jetzt erstmal den Weg. Mal schauen, wo der mich hinbringt. So, nochmal Krabbi-Plätten mit der Hornattacke und dann gehen wir weiter. So, was haben wir hier? Carbon. Das werde ich gleich mal verteilen. Geben wir... Onyx brauchen wir es nicht geben. Das wird sowieso noch langsamer, wenn sich das weiterentwickelt. Geben wir unserem Simon. Jo. So. Dann schauen wir mal, wo uns der Weg jetzt hier weiter hinführt. Ach komm, wir müssen das Zubat jetzt nicht plätten. Also, das mache ich nur bei halbwegs sinnvollen Pokémon jetzt. Ansonsten kostet das einfach viel zu viel Zeit und wir kommen nicht vorwärts. Krabi erachte ich zumindest mal als halbwegs sinnvoll. Das gibt zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte. Zubat ja fast gar keine. So. 377. Weiter geht's. Jo, hier geht's nicht weiter. Dann schauen wir doch mal hier rein. War die richtige Entscheidung. Wir haben hier eine Sackgasse. Top Elixier. Und was haben wir hier? Top Genesung. Wunderbar. Dann können wir ja doch nochmal die andere Richtung erkunden. Es kommen vor lauter Schreck gleich keine wilden Pokémon mehr, oder wie? Noch ein Krabi. Oh, Level 25. Das sollte wieder ein paar Erfahrungspunkte geben. Reicht sogar nicht mal eine Hornattacke. Wegen zwei Level. Wer hätte das gedacht? Okay. Also geht's hier rüber. Ein wildes Jurob. Das haben wir schon gefangen beim letzten Mal. Aber auch das können wir ja entsprechend plätten. Da reicht eine Hornattacke, auch wenn es ein Volltreffer war. Und Scarborn ist kurz davor, das nächste Level zu erreichen. So, was haben wir hier? Wo geht's hier noch lang? Ah, okay, hier geht's dann runter. Hier unten waren wir schon. Da bin ich mir relativ sicher. Hier rechts gibt's bloß was zum Drüberspringen. Gehen wir also hier hoch. Hier haben wir noch ein Item. Ich hoffe, ich komme da dran. Vorher noch mein Krabi. Krabi.
Ja, wie gesagt, dort unten, wo auch die Stufen waren, dort waren wir schon relativ am Anfang. Also so gut ist meine Orientierung dann doch noch, dass ich sowas mitbekomme, aber ja, viel weiter geht's dann auch nicht mehr. So, nehmen wir also das Item mit. Hier nach unten brauchen wir auch nicht gehen. Aber hier nach rechts, das gucke ich mir mal an. Oder auch nicht. Und dann haben wir ein Zubat, welches wir nicht besiegen. Ja, hatten wir ja bereits schon geklärt, auch wenn das gereicht hätte für ein Level Up. So, hier oben nichts. Unten auch nur Stufen. Gehen wir in die Leiter. Und da haben wir den nächsten, das nächste Item, ein Hyperball in dem Fall. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich die Stufen runterspringen kann. Schauen wir mal. Nein, können wir nämlich nicht. Wir kommen hier quasi nicht weiter. Eine nächste Sackgasse. Tja. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Schaufel habe ich bestimmt nicht dabei. Bei meinem Glück. Sodass wir rauslaufen müssen. Ja, Igela war es ja nicht dabei. Haben wir ein Fluchtseil zufälligerweise am Start? Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Sehr schön. Dann gehen wir hier raus und schnappen uns den Eingang rechts oben. Und schauen mal, was wir dort dann finden. Also, es geht jetzt hier rechts oben wieder raus. Dann hoffe ich, ist der Eingang irgendwo in der Nähe. Machen wir erstmal Whirlpool. So, wir surfen mal innen lang. Ich hoffe, dass der innen irgendwo kommt. Erstmal kommt hier ein weiteres Tentoxa. Das heißt, unser Scarbon wird jetzt hier gleich ein Level Up machen. Und dann ist Simon als nächstes dran mit dem Training. Oh, da reicht eine Hundattacke ohne Volltreffer. Wow. Also Scarbon überrascht mich immer wieder. Ah, ich hatte schon gedacht, jetzt kommt der Vielender. Aber auch Bodycheck klingt erstmal nach einem Plan. Auch wenn wir da selber Schaden bekommen. Ist auf jeden Fall trotzdem eine Überlegung wert. Ja, puh, nehmen wir die Hornattacke weg oder nicht? Wir nehmen die Zornklinge weg. Ja, die ist sowieso halbwegs sinnfrei. Weil vielleicht brauchen wir die Hornattacke ab und zu mal noch. Weil wir uns sonst selber killen würden mit Bodycheck. So, haben wir hier den Eingang. Schaut erstmal nicht so aus. Oh, ich habe vergessen, das Pokémon zu wechseln. Fällt mir gerade ein. Zum Glück kommt hier bloß so ein langweiliges Tentara. Also, tauschen wir Scarabon gegen Simon. Und machen dann weiter. Oder auch nicht. Ja, noch ein Tentara. Was kann unser Simon? Ah ja, Windhose war da noch neben der Surferattacke. Weil mit Surfer kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so weit. So eine Eisattacke wäre halt auch mal noch klasse. Zumindest gegen die Flug-Pokémon. Aber das ist ja grundsätzlich noch geplant. Oh, und hier haben wir den Eingang. Hier haben wir ihn. Vorher hält uns allerdings noch ein Tentoxa auf. Mal schauen, wie viele Windhose-Attacken wir brauchen. Oh, bitte nicht mehr als 3. Wow. Komm, Simon, mach einen Volltreffer, bitte. Wahrscheinlich kommen wir mit Surfer besser. Ich probiere mal einen Surfer. Jo, er kommt tatsächlich mit dem Surfer besser. Aber so schnell geht's.
ist auch Simon Level 35. Wunderbar. Könnten wir es vielleicht erstmal wieder nach hinten ziehen. Weil, ja, wir sind halt gerade in der Region, wo unser Simon eher weniger geeignet ist zum Kämpfen. Deswegen Tausch. Wow, Onyx ist auch nicht unbedingt die Wucht jetzt hier. Machen wir Tausch gegen Blitzer. Dann sollte das passen. Müssen wir jetzt auch wieder ein Feld surfen? Natürlich. Natürlich. Und dann geht's rein. Irgendjemand hat das Licht mittlerweile wieder ausgeknipst. Das heißt, Knofensa muss nochmal für Licht sorgen. Und dann sind wir jetzt hier. Ah, das kennen wir doch. Gehen wir mal hier oben lang. Mal schauen, wo uns das jetzt hinbringt. Das Problem ist, wir kommen dann nicht wieder zurück. Aber vielleicht ist das eine Verbindung zu dem unteren Ausgang. Das wäre auch cool. Machen wir Doppelkick. Reicht leider nicht ganz. Aber egal, wir machen nochmal Doppelkick. Das sollte jetzt reichen. Und dann hätten wir das Krabi besiegt. Gehen jetzt hier hoch. Hier ist eine Leiter. Alles andere wäre auch komisch gewesen. Und dann haben wir hier ein wildes Jurob. Ja, auch das machen wir platt mit der Doppelkick-Attacke. Die dürfte sogar nicht reichen. Alter, ich habe die Doppelkick-Attacke echt stärker in Erinnerung. Oder Blitzers Angriff. Eins von beiden. Naja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch Jurob besiegt. Und gehen jetzt die Leiter hinab. Steigen wir aufs Fahrrad. Jawohl. Nächste Leiter. Okay. Surfen wir mal. Ist das nicht die Stelle, wo dann hier unten Lugia war? Ah, Moment. Hier sind wir ja damals reingegangen, na klar. Hier sind wir doch damals reingegangen. Ich vergaß. Gut, müssen wir halt jetzt den Weg wieder rausgehen, nützt nichts. Nützt alles nichts, gehen wir den Weg jetzt hier einfach wieder raus. Und dann brauchen wir, glaube ich, bloß nochmal rechts unten rein. Und schauen, ob wir dort noch irgendwas Interessantes finden. Vorher müssen wir allerdings erstmal uns hier rausfinden. So, Surfer. Jetzt dürften wir gleich draußen sein. Ah ja, genau. So, nochmal ein Zubat. Dem werden wir gekonnt entkommen. Wollte gerade fahren, warum sind wir nicht mehr auf dem... So, hier ging's raus. Genau. Okay, und hier machen wir Feierabend für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn heute mal nicht so viel Spektakuläres passiert ist. Das nächste Mal schauen wir uns dann noch den letzten Eingang der Seeschauminsel an. Und dann geht's zurück... zur letzten Arena. Ja, dann trainieren wir noch ein bisschen in der Arena und dann versuchen wir uns natürlich den letzten Orden auch noch zu holen. Also bis dahin, macht's gut.